Hallo, meine spitzbübigen Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Star Trek Online. Wie ihr schon richtig sehen könnt. Wir sind immer noch auf Boret oder bei Boret und haben unser nächstes Ziel auch bei Boret. Nach der letzten Episode. Ja, wir hatten diesen Klon erschaffen von der legendären Kriegerin, von dessen Namen ich nie was gehört habe. Wahrscheinlich kommt ihr in Discovery vor, aber ich habe Discovery nicht so häufig geguckt wie alles andere. Und ja, nun geht es langsam in die heiße Phase. Wir haben nicht mehr viele Episode vom klingonischen Bürgerkrieg oder beziehungsweise vom... Was ist das eigentlich? Apropos Ereignisse. Jetzt des Sturms. Featured. Ah, wohl. Ah. Ah, endet... Juni, das ist neu. Hier. Yeah. Koalition Repulsor Armor. Aha. Okay. Okay, den müssen wir sogar machen, weil damit zum Äther-Event gehört. Okay, dann sollten wir das mal machen. Okay, das machen wir dann wohl, glaube ich, erstmal als erstes. Peril over Pavo. Das machen wir, glaube ich, einmal als erstes. Und hoffen, dass wir da relativ fix reinkommen. Ah, okay. Gut. Dann machen wir das zuerst. Ereignis einmal fertig machen. Ja, wir haben nur ein paar Tage Zeit. Aber das sollte ich, glaube ich, schaffen. 14 Tage. Verstanden. Oh. Schon wieder große. Oh, weiß nicht, ich finde das nicht hübsch, das Schiff, muss ich sagen. Ist nicht so mein Fall, aber nun gut. Wahrscheinlich hat er gute Werte. Muss ich mal mich mal schlau machen. Wahrscheinlich hat es irgendwie einen guten Perk. Aufgaben. Können wir auch noch mal gucken, was haben wir denn hier? Eine Alarmmission auf neu. Bild, Heilung, Boden. Alles Boden diesmal. Oh je. Yeah. Ethan! Ich habe nichts gesehen, weil da all so viel geblitzelt und gefunkelt ist. Gleiche Geschichte wie bei da, wo wir die Lucari verteidigen müssen. Das ist genau dieselbe Geschichte. Wie heißt sie? Wo weiß ich jetzt nicht. Aber ihr wisst, welche ich meine. Jedes Schiff, okay. Gut. Satelliten sind einsatzbereit. Noch nicht ganz. Warum nicht? Was machen die denn da? Wir haben doch nur noch 30 Sekunden. Okay, dann begeben wir uns mal auf Stellung. Nehmen wir noch zwei Satelliten, die angemacht werden müssen, oder? Jetzt haben wir alle. Sehr gut. Bin ich mal gespannt. Mal gespannt, ob ich neugierig bin. Boah. 5 Minuten auch noch. Uiuiuiui. Ganze 5 Minuten müssen wir da jetzt durchhalten. Da sind wir. Was? Au. Au. Wow.
Mal ein bisschen Verstärkung rufen hier. Hahaha. Easy. Naja, easy würde ich noch nicht sagen, aber okay, aber den Kreuzer noch. Jetzt der Schlachtkreuzer. Au. Da kommen schon die nächsten. Oh, ich habe mich von dem letzten noch gar nicht richtig erholt hier. Mann. Wenn man mal Felswirbel braucht, ne? Ist keiner da. Natürlich der Nachteil an meiner kleinen Eskorte, ne? Auch wenn sich das alles gebessert hat, aber ach, verdammt. Man merkt, ich habe schon jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Warum ist der Satellit kaputt? Ach, nicht schon wieder neue. Okay. Ich wollte eigentlich irgendwas machen. Ich hab verkackt. Ich habe gerade mehr als nur verkackt. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Aber der fehlt mir. Oder habe ich die weggenommen? Mir fehlt eine Konsole. Ja, zumindest fehlt mir der Fähigkeit. Oder habe ich die nicht mehr? Wird die weggenommen? Muss ich nachher mal gucken. Ja, ich weiß auch. Oh. Und wieder kaputt. Wo ist denn hier mal einer? Kommt da hinten doch alleine klar. Oh. Oh, keiner da. Und wenn mir meine Teammitglieder angenehm angezeigt, so bin ich gar nicht mehr im Team. Bin ich raus aus dem Team. Letzte Angriffswelle abwehren. Bestätigt. Upgraden. Da. Habe ich aber echt. Ja. Da gab es ganz schön heftig Kaboom. Allein ist das doch ganz schön schwierig, hier einen Satellit zu verteidigen.
Hier Taktik auch noch machen oder nur geht nur eine Verbesserung? Geht nur eine, okay. Gruppe ist weg. Irritiert mich, dass ich meine Gruppenmitglieder hier nicht mehr sehe. Aber nun gut. Ah, natürlich eine Dreadnought. Natürlich. Oh. Oh, schon wieder eine Dreadnought. So, mach die platt, mach die kaputt, bevor die anderen kommen. Oh, die kommen, sind schon da. Dreadnoughts haben wir jetzt zerstört. Eine Drehung und Schuss. Boah. Ja, natürlich kommen jetzt wieder von hinten alle an. Au, 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 au. Ja, komm, 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 komm. Oh. Ja, Jemine. Geh mal weg. Au, 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 au. Ah. Wir kommen schon wieder in den Haufen. Ah. Und schon die nächsten an. Das war so nix. Das ist so ganz schön schwierig, wenn man da alleine gegen so viele ankommen muss. Wenn alle anderen da in der Mitte rumtanzen.
Und noch niemals zum Schilde Satelliten reparieren, weil die können das schaffen sie einfach nicht. Ja, da kommen schon die nächsten an. War das. Danke, Commander. Karte verlassen. Das war ja ganz schön anstrengend gewesen jetzt hier, muss ich mal sagen. Oh, ja. Aber gut, wir haben die das TFO hier schon abgeschlossen dafür. Das ist super. Ich habe gerade alles weggebracht und ja neu. Hab ich ein Credits? Oh, ich brauche. Ich weiß, es ist schon wieder ein Fehler, was ich mache. Ist mir aber Wumpe. Ich habe keine Lust, Tauschbörse zu. Also mache ich das so. Gut. Aber bevor wir jetzt hier auf Borit wieder anfangen, werden wir jetzt erstmal wieder die Folge beenden. Das war nochmal schöne, knackige, kurze, naja, mehr oder weniger kurze Folge. Aber mit wenig Blabla, dafür mit mehr Bum-Bum. Und ja, schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Wenn wir auf Borit weitermachen, dann wünsche ich euch natürlich alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen.